Wie mit einer gigantischen Axt umgelegt. So sieht das aus, wenn gut 100 Tonnen Windkraftanlage zu Boden gegangen sind. Das Windrad war 90 Meter hoch, produzierte 600 Kilowatt Strom bis zum Zusammenbruch um Mitternacht. Und der war auch auf dem Hof von Franz van Uhm zu hören. Schlimmer als ein Donnerschlag. Und wir haben zwei Hunde, die haben verrückt gespielt und wir wussten gar nicht, wo es herkam. Und dann haben wir das heute Morgen erst erfahren, dass hier der Turm abgebrochen ist. Auffallend ist, wie das Windrad offensichtlich über die Seite abgestürzt ist. Der Getriebekopf, Schwerpunkt jeder Windkraftanlage, hat sich regelrecht in das Maisfeld gebohrt. Die Flügel sind beim Absturz aufgesprungen. Hubert Upgang ist Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. Er hat das Windrad erst im vergangenen Jahr übernommen. Sie ist 22 Jahre alt und ist halt eben letztes Jahr, als wir die übernommen haben, nochmal general geprüft worden und mit dem Ergebnis, dass sie eigentlich die nächsten 10 Jahre noch weiter betrieben werden kann. Auch dieses Windrad wurde fernüberwacht. Und so erlebte Hubert Upgang auch den Absturz der Anlage im Büro. Der Datenstrom, das wird ja kontinuierlich aufgezeichnet, der ist um kurz vor 24 Uhr abgerissen. Das passt zeitlich eigentlich auch ganz gut, weil wir da hier einen Gewittersturm hatten mit heftigen Windböen. Und wahrscheinlich konnte die Anlage da nicht rechtzeitig mehr darauf reagieren und aus dem Wind drehen. Offensichtlich haben die Bolzen nachgegeben, sind durchgeschert und daraufhin ist die Anlage dann halt umgekippt. Ein Materialversagen, das nicht neu ist. Schon 2014 gaben die Bolzen einer baugleichen Anlage in Brandenburg nach. Auch dort stürzte die Windkraftanlage anschließend in 3 Teilen auf einen Weg. Anne Knüsting züchtet auf dem Hof neben dem abgestürzten Windrad Pferde für den Reitsport. Ihr droht jetzt der Verlust eines Fohlens. Sind natürlich Fluchttiere. Bei großen Erschütterungen fangen die an zu galoppieren. Das Pferd lag schon, das war kurz vorm Kollabieren. Es war schon sehr schmerzlich, das zu sehen. Und jetzt sind mein Sohn und meine Schwiegertochter mit dem Jährling zur Tierklinik nach Hochmoor gefahren, um auch einfach eine Diagnose zu bekommen, ob er es überhaupt überleben kann. Alarmierend ist, es gibt weitere Windräder dieses Typs im gesamten Münsterland.